Kennt ihr das? Manchmal ist die Rinderhüfte, die ist grottenschlecht und manchmal butterweich. Ich zeige euch jetzt, wie es geht und warum das so ist. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sonntagsbarbecue. Ich bin der Dirk Freiberger und wir machen heute Rinderhüftsteaks mit Zwiebeln im Bierteig. Dazu brauchen wir natürlich geile Hüftsteaks. Die müssen richtig zugeschnitten sein. Hier aus der breiten Hüfte oder aus dem Hüftfilet. Dann habt ihr keine großen Sehnenstücke drin. Das Steak ist schön gleichmäßig. Die gibt es natürlich bei mir im Shop zu kaufen. Ansonsten brauchen wir natürlich für den Bierteig unser Bier, 2 Eier, 200 Gramm Mehl und 125 Milliliter Milch. Und natürlich schöne Metzgerzwiebeln. Ansonsten brauchen wir nur noch eine Prise Salz, mit der wir nachher unsere Steaks salzen müssen und auch unseren Bierteig abschmecken. Viel Fett brauchen wir noch zum Rausbacken des Bierteigs. Ansonsten nur noch unseren Grill für unsere Steaks und den heizen wir jetzt schon mal vor. Beginnen wir mit dem Bierteig. Da brauchen wir 125, also ungefähr ein Drittel der Flasche. Damit das schön glänzt. Auch noch ein bisschen Öl, so 3 Esslöffel. So, und jetzt rühren wir das Ganze mal glatt. Riecht schon geil mit dem Bier da drin. Ist natürlich Freibier. Jetzt noch eine Prise Salz. Und jetzt kommen noch die 2 Eier noch mit rein. Am besten ohne Schale. Jetzt bereiten wir unsere Zwiebel vor. Wir machen das nicht, die Stücken nicht ganz so klein, aber auch nicht so groß. Nicht nur Ringe, sondern auch je nachdem, wie ihr es wollt. Also wenn ihr kleinere Stücken wollt, mit viel Teig außenrum, macht das natürlich kleiner. Wenn ihr sagt, mir ist die Zwiebel wichtig, dann macht ihr große Stücken. Also zum Beispiel sowas könnte man jetzt auch in den Bierteig einfassen. Aber ihr könnt jetzt zum Beispiel auch fast schichtweise in den Bierteig reinschmeißen. Da bekommt ihr natürlich sehr viel Bieraroma dann mit hin. Jetzt ziehen wir die Zwiebelstücke durch den Bierteig und dann kommen sie direkt ins heiße Fett in die Pfanne. Ihr könnt es auch in der Fritteuse machen. Ich mache es heute aber in Olivenöl in der Pfanne. Deswegen, es bleibt euch überlassen, wie ihr das macht. Ich mache es heute einfach so. Bestes Werkzeug für Zwiebelringe. Die Zwiebelringe sind fast fertig, jetzt legen wir mit unserem Hüftsteak los. Wir grillen die Steaks jetzt vorwärts auf der heißesten Stelle eures Grills und drehen die nach ungefähr 1 bis 2 Minuten um 90 Grad, dann nochmal 2 bis 3 Minuten später um 180 Grad und dann nochmal 1 bis 2 Minuten später um 90 Grad. Und dann kommen sie auf die indirekte Fläche und da lassen wir sie noch ein bisschen ziehen und dann können wir auch schon anrichten. So, hier erkennt ihr jetzt, wie weit euer Steak ist. Schaut es euch mal genau an. Auf der Oberfläche bildet sich gerade hier schon, der Fleischsaft kommt raus. Ja, das passt richtig gut. Ist jetzt schön entspanntes Fleisch. Hat sich schon schön ausgeruht. Schaut euch das mal an. Tippitoppi. Bevor ihr es aufschneidet, lasst es einfach noch 1 bis 2 Minuten ruhen. Achtet dabei darauf, dass es nicht zu stark auskühlt. Ihr braucht eine Kerntemperatur von ungefähr 54 bis maximal 58 Grad. Und ja, dann könnt ihr es euch auch schon schmecken lassen. Wenn wir das jetzt aufschneiden, schneiden wir es nicht gerade von oben nach unten, sondern im 45 Grad Winkel, um die Fasern nochmal maximal zu verkürzen. Und damit bekommt ihr auch von der Zartheit dann das beste Ergebnis raus.
So, Dale. Jetzt probiere ich mal das gute Stück Fleisch. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr das Rindersteak mal gegessen habt, lasst ihr, glaube ich, jedes Filet außen stehen, außer ihr habt kein Gebiss mehr. Hammer Geschmack, super geil. Kann ich euch nur empfehlen. Das ist jetzt wirklich wieder was für den kleinen Geldbeutel. Also lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal. Servus.